guten Tag miteinander. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Gary Dobler, bin Schlagzeuglehrer und unterrichte neben dem Schlagzeug die ganzen Orchesterinstrumente, wie Kesselpauken und auch die ganzen Xylophoninstrumente, die man auch als Mallets oder Stabspielinstrumente kennt. Der Einsatzbereich der Mallet-Instrumente ist sehr groß. Man kann einzeln oder in Gruppen spielen, in Blasmusikvereine, Symphonieorchester oder in Schlagzeugensembles kommen die Instrumente in Einsatz. Es gibt vier unterschiedliche Instrumente. Es gibt das Xylophon, das Glockenspiel, das Vibraphon und das Marimbaphon. Wo ich das erste Mal die Gelegenheit gekriegt habe, zum auf dem Xylophon zu spielen, hat mir der warme, schöne Holzklang so gefallen und habe unbedingt das Instrument spielen wollen. Zuerst lernt man Stücke mit einem, dem mit zwei, dem mit drei und immer mehr Tönen von der Note aber spielen. Dann geht es weiter mit zweistimmiger Stücke. Man kann gleich einmal kleine Melodien mit CD-Begleitung spielen und es macht sehr, sehr viel Spaß. Das Xylophon hat kleine, schmale Holzklangplatten aus Hartholz und kurze Klangröhren zur Klangverstärkung. Gespielt wird das Xylophon mit Xylophonschlägel. Das sind Holzkopfschlägel, wo man ein Leder rundum hat, damit sie nicht zu hart klingen. Und das klingt dann so. Wenn die Schlägel zart sind, kann man auch natürlich auch ein bisschen weichere nehmen. Das sind jetzt Marimba-Schlägel, die sind mit Garn umspannt vorne, die klingen einfach weicher. Das klingt ihnen so. Durch einen kurzen Klang kann man auch sehr schnelle Stücke auf dem Instrument spielen. Durch viel schnelle Einzelschläge hintereinander, das nennt man Wirbler, kann man auch lange Töne spielen. Das klingt dann so. Eines der bekanntesten Stücke, was es gibt, ist Erinnerungen an den Zirkus Renz. Und das möchte ich euch einmal ein bisschen vorspielen. Das Glockenspiel ist das kleinste Instrument der Stabspielinstrumente. Es hat kleine Klangplatten aus Metall. Gespielt wird das Instrument mit Hartkunststoffschlägel. Es hat einen sehr schönen, heller, brillanter Klang. Bei mir spielen die Schüler da Instrumente meist im Schlagzeugensemble. Beim symphonischen Blasorchester oder auch Streichorchester kommt das Instrument ständig zum Einsatz. Wo ich das erste Mal auf einer Marimba gespielt habe, hat mich die Größe von dem Instrument fasziniert. Durch die breite Klangplatte aus Holz und große Klangröhre aus Metall an der Unterseite vom Marimba gibt es der breite, warme, schöne Marimba-Klang. Thank you.
Für Musikschüler gibt es auch eine kleinere Variante vom Marimba zum Kaufen. Ich sage auch Schüler-Marimba dazu. Das ist ein A-Marimba, geht vom A bis zum C. Man sieht hier 4 1/3 Oktave-Marimba. Es ist von der Dimension eine Klelle kleiner, hat vorne auch kleinere Klangröhren. Es hat Bardock-Holz, das klingt ganz, ganz, ganz toll. Rosa-Holz oder Palisander-Holz ist eine Klelle teurer denn. Der große Vorteil von dem Schöller Marimba ist, es kostet wirklich nur ein Viertel als wir das große Marimba. Gespielt wird das Marimba mit verschiedener harter garnumwobener Schlägel. Die schauen so aus. Die heißen auch Mallets auf Englisch. Darum sagt man auch zu den Instrument Mallet-Instrumente. Zuerst lernt man mit zwei Schlägel spielen, den mit Dröhnen und den sogar mit vier Schlägeln. Ich möchte jetzt mal zeigen, wie schön das klingt, wenn man mit vier Schlägeln spielt. In einem kurzen Ausschnitt vom Preludio in E-Moll vom Ney Rosauro. Wo ich das erste Mal hinter einem Vibraphon mit vergoldeter Klangplatte gestanden bin, hat mich nur der Anblick alleine schon fasziniert. Das Vibraphon ist ein Instrument, wo man sehr viel verwendet. Es ist auch ein ganz tolles Instrument, wenn man sehr breite Töne spielen kann und Akkorde. Auch zum Begleiter für andere Musiker. Es wird auch verwendet im Jazzbereich. Es gibt brutal viele tolle Vibraphonisten auf der Welt, wo Jazz spielen. Es gibt auch echt tolle Literatur für Vibraphon. Eins, wo jetzt sehr bekannt ist, ist Blues von Gilbert zum Beispiel. Das geht da so. Also kann man schon sagen, es ist eher ein jazziges Instrument, wo man Blues drauf spielen kann. Es gibt sehr viel tolle Literatur, wo man spielt auf dem Instrument. Verwendet dort man es natürlich auch bei uns dann auch im Schlagzeugensemble. Es mischt sich super toll zum Xylophon, zum Marimbaphon. Gespielt wird das Instrument mit garnumwobener Vibraphonschlägel. Man kann auch Marimba-Schlägel nehmen in verschiedener Härtegrade, harte oder weiche. Das Vibraphon hat ein Fußpedal wie im Klavier, damit man lange und kurze Töne spielen kann. Ganz ein tolles Stückle für dieses Instrument ist Springtime von Werner Treiber. Ich möchte jetzt einen kurzen Ausschnitt einmal aus dem Stückle spielen. Thank you.
Wir haben tolle Schlagzeugensembles an der Musikschule, die mir Schlagzeuglehrer betreuen und alle möglichen Stücke spielen. Von moderner Popsongs bis klassische Musik kann man auf dem Instrument alles spielen. Das Xylophon, das Marimba und das Vibraphon sind die Instrumente, die die Schüler hauptsächlich lernen. Das Glockenspiel wird als zusätzliches Instrument gespielt. Vielleicht haben die auch Lust bekommen, eines von diesen wunderschönen Instrumenten zu lernen. Wenn schon, dann melde dich an der Musikschule. Wir Schlagzeuglehrer freuen uns auf dich.